Wir denken, dass die physiologische Kochsalzlösung inhaliert zu einer Veränderung der Oberflächenspannung tief unten in der Lunge führt. Dort entsteht normalerweise im Bereich von Alveolen und Bronchioli entsteht das infektiöse Aerosol in dem Sinne, dass dort sehr, sehr kleine virustragende Tröpfchen entstehen durch sogenannte Bursting Bubbles oder Bursting Fluid. Und wir denken, dass das Kochsalz dort über eine Veränderung der Oberflächenspannung zu einer veränderten Bildung von Aerosolteilchen beiträgt.